Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von The Binding of Isaac Rebirth. Im letzten Part da, war das Run, Alter? Er war richtig gut. Und in diesem Part machen wir, wieder random. Wir machen random Charakter und... Maggie! Yay! Ja, ich bin begeistert, da wenn ihr zieht. Ist guter. Und ich würde mal sagen, ihr könnt euch wieder nach wie vor auf sehr schlechtes Gameplay einstellen, weil ich bin immer noch so unfassbar scheiße in dem Spiel. Ich muss echt wieder reinkommen. Das ist schlimm, man darf keine zu lange Pause von Isaac machen. Man kommt sowas von raus. Ich glaube, das hatte ich schon 2 oder 3 Mal hatte ich so Phase in Isaac, wo ich echt wieder voll rausgekommen bin. Das ist schlimm, dazu soll es eigentlich nicht mehr kommen. Ich wünsche mir Glück, dass ich das schaffe. Aber bis es soweit ist, haben wir erstmal Firebite, Flaming Tears, die uns den Weg erhellen werden. Das ist ziemlich super. Dankeschön, ihr Flaming Tears. Ihr seid das Licht am Horizont, das ich mir immer gewünscht habe. Kennt ihr Firemind? Damit haben wir brennende Tiers, die den Gegner so brennen lassen und manchmal auch zu Explosionen führen. Welche uns übrigens auch selber schaden, also sollten wir die Gegner nicht allzu nah an uns rankommen lassen. Was bedeutet, ich werde spätestens in der dritten Ebene komplett sterben. Naja, seien wir mal ehrlich, machen wir uns da nichts vor. Fuck. Oh, Judas Tongue, okay. Okay, das ist ein sehr starkes Trinket, das wir hier haben. Das Trinket bringt, dass wir im Devil Deal immer nur... Shit, ich habe keine Bombe. Oh, der Goathead. Oh mein Gott. Und die Truhe geht auch noch gratis auf. Wundervoll, Alter. Der Run, der läuft. Der läuft. Judas Tongue bringt, dass ein Devil Deal maximal ein Herz... Also, dass sie immer nur ein rotes Herz kosten. Ja, und das ist ziemlich stark. Und ich glaube, die Puppies mache ich jetzt nicht alle auf vorbei. Vielleicht finden wir einen coolen Zehner, da hätte ich ja Bock drauf. Und ja, ich denke, ich mache mir wieder ein bisschen Itemerklärung hin und wieder. Kann ja nicht schaden. Seht ihr? Das ist ein cooler Fünfer. Okay, wundervoll. Jetzt noch ein cooler Zweier. Okay, komm schon, noch eine Münze. Noch eine Münze, dann habe ich 15 Münzen. Aber kein Schlüssel, um in den Shop zu gehen. Yay, aber wir haben gut Cash gefunden, das ist schon mal wert. Joa, genau, Items könnte ich hier nur wieder ein bisschen erklären. Und ich werde auch versuchen, jetzt Isaac wieder regelmäßiger zu bringen, damit ich nicht mehr so stark rauskomme aus dem Spiel. Was sehr vorteilhaft wäre. Und ich glaube, fällt gerade auf, ich mache hier Schwachsinn. Im Moment ist... ich mache gerade eine Menge Schwachsinn. Na, da haben wir auf jeden Fall die Münzen, die ich haben will. Ich musste mir die Situation natürlich jetzt mal ganz genau anschauen. Deswegen musste ich ein paar Runden außen rumlaufen. Ihr wisst ja, man sollte seinen Feind ganz genau kennen. Man sollte ihn auch studieren. Und die Zeit habe ich mir jetzt einfach mal genommen. Und du halt dich fern von mir, Spinne. Ich habe schlechtes Movement. Das ist nicht gut, wenn du mir zu nahe kommst, okay? Haben wir uns da verstanden? Dankeschön. So ein dunkler, trauriger Tumorkopf, du bist mir ein Dorn im Auge. Habe ich eigentlich schon gefragt, wie es euch geht? Wie geht's euch, Leute? Geht's euch gut? Habt ihr einen guten Tag? Ich schon tatsächlich, denn ich habe heute erfahren, ich glaube, das Video wird am Sonntag kommen. Also für euch ist mein heute, ist für euch gestern. Also die Parts kommen ja immer relativ zeitig. Eigentlich alles. Meist Videos, die kommen, habe ich gerade mal 2 Stunden davor hochgeladen und so. Deswegen sind die auch oft noch in 360p, weil die einfach noch sehr, sehr frisch hochgeladen wurden. Wo sich manche Leute immer da beschweren, warum nur 360p? Es liegt daran, dass das Video noch nicht richtig verarbeitet wurde, weil ich es nicht zeitig hochgeladen habe. Tut da nichts zur Sache. Doch, tut was zur Sache. Denn mir geht's gut, weil ich habe heute ein bisschen das Mario 64 Remake gespielt. Mario 64 HD, so ein Fan-Remake, und das ist ziemlich cool. Ich fand es sogar so cool, dass ich direkt ein Skript dazu und aufgeschrieben habe für ein Emoji-Video. Das sollte dann auch eventuell heute kommen, für euch heute oder morgen. Für euch morgen. Ja, und deswegen geht es mir jetzt gut, weil es ist ziemlich cool. Wenn ich dran denke, werde ich es in der Beschreibung verlinken und wenn nicht, dann müsst ihr googeln nach Mario 64 HD, sollte es nicht so viel geben. Und ich möchte mal anmerken, dass wir Pin als ersten Gegner haben, was ich super freundlich finde. Stimmt's, Pinny? Alter, hat ihr gesehen, wie das Feuer gehüpft ist? Firemind ist schon ein starkes Item an sich. Das ist schon ziemlich cool. Und ich bin so dankbar, dass ich den Goathead so früh gefunden habe. Bin da so dankbar für. Das glaubt ihr gar nicht. Und wir können in den Shop, das mache ich. Und dieses Angebot werde ich wahrnehmen. So, Broken Watch wäre... Nee. Broken Watch will ich nicht. Aber ich möchte das Herz, das sich da drüben noch versteckt, mitnehmen. Ja, und das ist dann soweit meine Laune gewesen, übrigens, falls ihr jetzt nicht mitgekriegt habt. Und eure Laune ist hoffentlich auch gut. Hoffentlich habt ihr auch ein Remake eures Lieblingsspiels gesehen. Ja, und dann kommen wir zur Frage des Parts. Eigentlich können wir was Cooles draus machen. Von welchem Spiel würdet ihr euch denn ein Remake wünschen? Also bei mir, ich habe keine Ahnung.
Aber ich kann sagen, was noch für coole Remakes gab. Majora's Mask 3D kam vor kurzem raus. Das war ein ziemlich cooles Remake. Habe ich ja im Stream durchgespielt. Ich habe auch zwei Emoji-Videos dazu gemacht. Das war ziemlich cool. Ja, und Mario 64 Remake, da hätte ich natürlich auch richtig Bock drauf. Ich bin zwar an sich nicht der größte Mario 64-Fan, aber wenn ich mir vorstelle, Mario 64 in so richtig geiler Grafik, das ist schon ziemlich cool. Deswegen ist es umso cooler, dass da insgesamt, ja gut, das eine Projekt, das ich jetzt meine, Mario 64 HD, das man schon spielen kann, das wird nicht mehr weitergeführt. Das bleibt jetzt da. Oh Gott! Oh, fucking Firemind. Das bleibt jetzt dabei, dass es halt da nur Bob ums Bombenberg gibt. Aber das ist auch an sich eine coole Sache, weil es halt schon spielbar ist. Da gibt es noch ein anderes, woran gearbeitet wird. Das sollte so ein Ganzes werden. Da gibt es so einen Trailer davon zu sehen. Habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr euch dafür interessiert. Und das ist ziemlich cool. Ja, um das Mario 64 Gespräch nochmal abzuschließen. Es gab auch mal so einen Trailer zu einem Crash Bandicoot 1 Remake, wo gemacht werden sollte. Das sah auch ziemlich cool aus. Könnt ihr auch mal auf YouTube schauen. Crash Bandicoot Remake. Wobei es schon sehr, sehr shiny aussah. Das war wahrscheinlich die CryEngine oder so ein Schwachsinn. Mit viel zu starken Lichteffekten. Ja, ich fand's cool. Sah sehr cool aus. Ja, das gab's auf jeden Fall. Aha, das Herz, okay, danke schön. Ah, Alter. Dann gehen wir doch erstmal ein bisschen spenden. Gib mir Geld, Automat. So, mehr traue ich mich jetzt mal nicht. Genau, das sind so, die es gab. Und von welchem Spiel würde ich mir ein Remake wünschen? Ich hätte mir ein Remake von Isaac gewünscht, weil das erste Isaac wirklich... Ah! Eine schlechte Performance hatte, aber ich habe meinen Remake mit Rebirth, quasi. Deswegen wünsche ich mir davon keins und oh Gott, ich hasse diesen Raum hier. Ich hasse ihn so sehr. Hass. Hass, 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 Hass. Warte, lass mich kurz da reingehen und verschnaufen. Mom's Pet. Gross! Ehrlich gesagt, ich glaube, Yamaha bringt uns mehr. Ja, ja, ja. Ich glaube, mit dem Yamaha sind wir besser unterwegs. Jetzt, Lass mich, Lass mich in Ruhe stacheln. Oh Gott, dieser Raum. Es ist ja ein Albtraum für mich. Humbling Bundle. Humble, humble, humble. Mom's Purse. Soul Heart. Kein Geld mehr. Was wert? Oh shit. Welches Spiel würde ich mir ein Remake wünschen, um darauf zurückzukommen? Oh man, fuck. Oh Gott, Lass mich mal überlegen. Gibt's da irgendwas, wovor ich mir wirklich ein Remake wünschen würde? Ich habe ein Video dazu gemacht, ja. War da Platz 1? Was war da Platz 1? Warte mal, ich habe mal ein Video darüber gemacht. Ich habe mal Top 5 Spiele, die ein Remake bräuchten, gemacht. Was war da Platz 1? Großer Gott, ist das lang her. Ich weiß es gar nicht mehr. Banjo-Kazooie war nicht Platz 1. War aber relativ weit oben. Och, der Horn, das war so klar. Ah, da kriegst du auf die Fresse, Horn. Du bist bedient. Du auch, kleiner Mini-Horn-Ti. Ihr alle werdet bedient. Kommt schon, eine schöne Explosion für mich. Shit, ich muss gerade echt nachdenken. Was war in dem Video Platz 1? Ah! Okay, in den Horn sollte man also nicht reinlaufen. Oh, wie lieblich. Oh, eine Explosion bei Horn und wir werden so gut dabei, Leute. Oh, schaut euch das an. Habt ihr es gesehen? Oh, kommt nochmal durch. Yeah! Fucking Horn! Jetzt gib mir meinen Devil Deal. Ja, ich komme gerade auch mit dem Thema nicht voran. Es tut mir leid. Ich muss mich auch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Das war ein sehr schönes Pickup übrigens. Im Vergleich zum Ghost Baby, das kein schönes Pickup ist. Wisst ihr was? Ich sage, nein, Ghost Baby. Nein, dich möchte ich nicht mitnehmen. So, ansonsten würde ich sogar sagen, wir gehen einfach mal weiter in die nächste Ebene. Ich meine, wir haben ja jetzt alles. So, wofür würde ich mir ein Remake wünschen? Jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich echt mal Rayman 2. Ja. Ich glaube, Rayman 2... wäre ziemlich cool, also ein richtiges Remake davon. Das ist eine richtig schöne Grafik hat, das wäre super. Ich weiß, von Rayman 2 gibt es 5 Millionen Ports und der 3DS-Port soll richtig scheiße sein, aber richtiges Remake davon, da hätte ich Bock drauf. Rayman 2 würde ich, habe ich übrigens auch geplant, eventuell als nächstes Let's Play zu machen, aber das Problem ist, ich bekomme das Spiel nicht richtig auf meinem PC zu laufen mit Windows 7. Das ist ein bisschen uncool. Ja, soviel zu dem Thema, aber Rayman 2 Remake wäre eine coole Sache. Damit hätten wir auch die Frage des Parts abgeschlossen. Hervorragend. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Der Run läuft auch nicht komplett scheiße. Und insofern würde ich sagen, wir sind ganz gut dabei. Nur der Firemind macht mir ein bisschen Angst. Wenn ich jetzt noch diesen, wie heißt der, Pyromaniac finden würde, dann wäre es richtig super. Oh doch, Firemind ist schon ziemlich cool, wenn da mal so ein Feuer kommt. Ich meine, ihr habt ja gesehen, was mit der Horn gemacht hat. Alter, der Horn wurde ja sowas von bedient. Und hier möchte ich gar keinen meiner Schlüsse ausgeben, weil ich nur einen habe. Ja, das war schön. Und jetzt muss ich mich aufs Spiel konzentrieren. Kennt ihr aber auch das Problem, wenn ihr... Oh, dankeschön. Wenn ihr Isaac länger nicht spielt und dann einfach so scheiße seid.
Es ist schlimm, das ist ein richtiger Fluch. Das Spiel, du darfst einfach nicht aufhören, es zu spielen, sonst bist du nämlich am Arsch. Oh, was bekommen wir? Ich habe 5 Schlüssel. Das bedeutet, ich glaube, ich werde mir die goldene Kiste dann auch holen. Ich meine, vielleicht ist... Oh Gott. Durch den Raum will ich jetzt noch nicht gehen. Ich fühle mich noch nicht bereit dafür. Ich hätte auch gerne einen Speeder, bevor ich da durchgehe. Das wäre super. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen... Dankeschön, wo ich stehen geblieben bin. Dein Ernst? Oh, danke! Oh, und wir haben wieder Cash. Das bedeutet, ich glaube, ich möchte doch noch mal eben im Shop vorbeischauen. Shop, was geht ab? Soul Heart. Tinted Rock, Leiter. Platzieren wir hier eine gute Bombe. Fällt noch ein bisschen Cash raus. Oh, wundervoll. Ah, wir bekommen ja mehr... Alter, wir bekommen ja mehr Geld raus, als wir reinwerfen. Das ist ziemlich super. Ich glaube, die Leiter möchte ich haben. Soul Heart nehme ich. Naja, die Pillendose will ich nicht. Die Pillen will ich auch insgesamt nicht. Ich habe da ein bisschen Respekt vor. Können ziemlich scheiße sein. Deswegen lassen wir die mal und gehen einfach weiter. Und erfreuen uns daran, dass gerade alles ziemlich super läuft. Boah, wisst ihr, was eine richtig starke Kombi in dem Spiel ist? Oder Kombo oder was? Eher Kombo. Kombi ist ja die Mehrzahl. Das ist ja nur eine Kombo. Es werden dann wieder mehrere Kombi. Aber nein, ich meine Kombo. Das ist, wenn man Humbling Bundle und dieses, ich glaube, Contract from Below ist das hat. Das heißt, man bekommt, ich glaube, da bekommt man die Items immer vierfach, oder? Das ist cool. Also man bekommt dann statt einem Schlüssel quasi 4 Schlüssel und so weiter. Und hallo, Sacrificial Dagger. Du kommst mir doch ein bisschen bekannt vor. Fast so, als hätten wir uns schon mal gesehen. In einem Run vor nicht allzu langer Zeit. Damit meinte ich im letzten Run. Aber okay. Ich bin bereit, dir noch eine zweite Chance zu geben. Und schnell! Das war gut. Oh Gott, sterb, 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 sterb. Dankeschön. Fuck. Woran sind jetzt die beiden Fledermausviecher gestorben? Egal, 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 egal. Ich bin froh drüber, ich hinterfrage es nicht. Ich weiß es einfach zu schätzen. Und hier, jetzt ganz vorsichtig. Gute Sacrificial Dagger-Arbeit, die nicht so beabsichtigt war. Genau, und hier jetzt ganz vorsichtig von den Gegnern fernhalten, sonst bekommen wir auf die Fresse. Und dann sind die Schlüssel wieder. Oh, ist das super. Ich liebe Humbling Bundle. Das Humbling Bundle an sich ist auch cool. Gab nur schon länger kein wirklich cooles mehr. Du kommst mir auch schon wieder sehr bekannt vor, Gertie Jr. Fucking Gertie Jr. Wie gefällt dir das? Komm in mein Feuer, du Idiot! Fuck. Mitten in meiner Fresse explodiert. Aber okay. Wir bekommen HP ab, was ich sehr zu schätzen weiß. Und ein Devil Deal. Guppy's Head. Ne, wisst ihr was? Ich bleib beim Yamhart. Ich bleib einfach mal beim Yamhart. Ah, ich trau mich jetzt auch nicht noch weiter hier zu... die Ebene zu durchsuchen. Wir gehen weiter. Und wir sind zeitlich gar nicht mal so scheiße wie sonst immer. Ich frage mich, ob es ein Fehler war, das Yamhart weiter mitzunehmen. Ja, wobei, ich bin immer noch ziemlich scheiße in dem Spiel. Ich neige dazu, immer noch extrem viel dummen Damage zu nehmen. Deswegen ist es ganz gut, weil ich mir immer wieder mal ein Herz holen kann. So, weil ich jetzt auch noch ein, zwei Damage-Ups hätte, dann wäre ich übrigens mit dem Firemind auch sehr, sehr glücklich. Und da gehe ich jetzt einfach mal gratis rein. Das hat sich gelohnt. Das war ein guter Stachelraum. Wenn ich hier gratis rein, meine ich, ich habe noch mein Yamhart und kann mir damit das Herz wieder zurückholen. Deswegen habe ich es mitgenommen. Ja, okay, es waren 2 Bomben. Okay, ich will nicht ganz so unfair sein, das war okay. Ich brauche zwar nicht wirklich noch mehr Bomben, aber war okay. Ah, geh weg. Geht alle weg, bitte. Und wenn ihr nicht weggeht, dann haltet Abstand und lauft ins Feuer. Dankeschön. Vielen Dank. Ah, mir gefällt auch gerade nicht die Tatsache, dass ich noch die für Maggie typische geringe Geschwindigkeit habe. Alter, du hast ein Feuer direkt vor deiner... Oh Gott, was... Das ist auch ein seltener Raum. Kann sein, dass in letzter Zeit allgemein mehr andere Räume jetzt kommen, also die früher nicht so viel kamen. Ich habe das Gefühl, dass man inzwischen relativ viele neue Räume sieht in Isaac, wenn man es spielt. Kann sein, dass irgendwas reingepatcht wurde, dass da eine größere Vielfalt kommt oder dass... gewisse Räume nicht mehr ganz so oft kommen oder Räume, die nicht so oft kommen, öfter kommen. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwie sowas. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ich hätte sehr ehrlich gesagt auch gerne einen versteinerten Pupi. Und einen richtig guten Devil Deal. Ich habe doch Judas Tang. Was soll das denn? Ja, wobei wir bekommen noch viele Devil Deals. Are you a Wallow Wizard? Ich fürchte nein. Und ich fürchte... Geht einfach mal weiter. Oh, ich fürchte, das war ein Fehler. Und ich fürchte mich auch vor euch Giraffenfreunden. Seid nicht meine Lieblingsgegner. Wobei mir gerade auffällt, bin mir sicher, die Are You a Wallow Wizard Pille kann bestimmt taktisch auch für sich nutzen.
in gewissen Situationen. Also aktuell ist nicht wirklich eine, aber hey. Es gibt Situationen, in der die bestimmt hilfreich ist. Ich weiß nur keine. Ah, da gehe ich rein. Das ist mir wert. Isaac's Head, kein Interesse und... zwei Soul Hearts. Sehr großes Interesse. Leck mich, Isaac's Head. Braucht keinen Begleiter. Wenn ich einen Begleiter wollen würde, hätte ich meinen Devil Deal geholt. Ich wollte keinen. Hab mir keinen geholt. Okay, damit sehe ich jetzt die Geheimräume. Ist an sich eigentlich ganz cool. Ich muss nur noch Bomben dafür verwenden. Ich habe genug Bomben. Nein, ich bin zufrieden mit dem Item. Ey! Ey! Ihr sollt nicht stärker werden im Feuer. Ich habe Fire Mind. Ihr sollt sterben im Feuer. Was ist los mit euch? Reißt euch mal zusammen. Seht ihr, die Leiter war gar nicht mal so nutzlos, wie ihr vielleicht dachtet. Nein, Leiter ist an sich eigentlich schon nützlich. Aber man bekommt auch oft die Fähigkeit zu fliegen, deswegen nicht ganz so. So, und hier haben wir das Item, das den Helm, den ich habe, komplett nutzlos macht. Wundervoll. Ach was. Wir gehen an dem letzten Shop eventuell noch ein bisschen was donaten. Ein Hollow-Raum. Und zwar der dümmste Hollow-Raum überhaupt, weil sie sich alle die ganze Zeit selber umbringen. Das war sehr beeindruckend, Jungs. Das war sehr beeindruckend. Da oben ist also der Geheimraum, okay. Ich glaube, da möchte ich noch ran. Da könnte der Cash drin sein. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen donaten. Ah, du Drecksack. Alter, der Fire Mind. Wie der gerade reinhaut. Hallo, ihr Fliegis. Oh, ich one-hitte euch nicht. Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Ich brauche echt mehr Damage. Ein cooles Damage-Up im Devil Deal und ich bin vollkommen zufrieden. So, und du schlürfst hoffentlich nicht meine Bomben an. Dankeschön, du stirbst nur mich an. Und meine Tiers. Du Arschloch. So. Ich glaube, hier gehe ich jetzt mal bis 15 runter und schaue, ob ich irgendwas Cooles bekomme. Ich meine, kann ja sein. Und? Nö, dann stirb, Automat. Stirb! Ja, Idiot. Wundervoll, ich habe wieder ein paar Schlüssel auf Lager. Gut, dann würde ich sagen, ich suche jetzt mal eben den Boss auf. Und dann denke ich drüber nach, ob ich eventuell noch den Geheimraum einen Besuch abstatte. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, shit. Wobei, vom Geheimraum aus könnte ich mich dann in den Challenge-Raum reinbomben. Ja, doch, ich glaube, wir gehen noch in den Geheimraum. Das scheint mir in der Situation doch nicht das Dümmste zu sein, was man machen kann. Hallo, ihr Pubis! Wer wird denn wohl das Boss kommen? Oh, ich hoffe, Gertie kommt. Ich glaube, Gertie ist mit Firemind ein ziemlich dankbarer Boss. Ich meine, Alter, wenn da einmal so ein Feuer auf Gertie landet, dann... Dann wird Gertie bedient! Ich kann sie nicht mehr befreien. Dann ist Schluss. Das wäre super. Und hallo, ihr Bomben. Gehen wir rein. Oh, mega fetti. Okay, zum Glück haben wir jetzt hier... Hier bin ich vorsichtig, Fire mein Tab, weil... Ein Feuer und der mega fetti. Oh, Alter, das Feuer macht dir nicht mal... Sonderlich viel Schaden. Komm mal näher ran, Alter. Alter, jetzt mach ich hier ein Lagerfeuer mit dir, Fetti. Mach ich ein Lagerfeuer. Vielleicht sollte ich ihn jetzt mal in die andere Seite rüberprügeln. Ah, fuck. Ja. Okay, cool, er ist im Feuer. Dankeschön, mega Fetti. Vor allem Dankeschön, dass du nicht einmal gesprungen bist. Und tatsächlich würde ich jetzt sagen, ich habe so wenig Damage, wir versuchen es. Okay, ich habe mehr Damage. Oh, und jede Menge Tiers ab. Okay, das hat sich gelohnt dieses Mal. Oh, Krampus. Es geht ab. Es geht ab, mein Freund. Yamhart. Ah, fuck. Das war natürlich das ideale Timing, um das Yamhart einzusetzen. Gebe ich zu. Krampus, mögest du bitte ins Feuer reinfliegen? Dankeschön. Jetzt mögest du bitte sterben? Dankeschön. Lump of Coal. Dankeschön. Wobei, ich hätte diesmal auch Krampus Set mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Dann wisst ihr was? Wir gehen jetzt hoch. Wir gehen hoch in den Geheimraum. Weil wir den Boss Rush eh nicht mehr schaffen würden. Wir sind schon bei 17 Minuten. Das war ziemlich dumm. Aber okay. Ihr kennt ja das Problem mit den Stacheln. Das ist immer ziemlich dumm. Oh, und wir haben jetzt übrigens Lump of Coal und Fire Mind. Das heißt, wir haben Tränen, die aus Kohle und Feuer bestehen. Müssen jetzt nicht super starkes Feuer sein? Ja. Ich hoffe doch. Und. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich bei Judas Tang. Nee, ist mir nicht wert. I'm your wizard. Bad Trip, hervorragend. Lemon Party. Bleiben wir bei der Lemon Party, nehmen das ja mit, haben wieder volle Herzen und marschieren straight in die nächste Ebene. Ich bin nicht so begeistert davon, was der Geheimraum für uns auf Lager hatte. Ich meine, ich habe eine
Bad Trip Pillen. Ja, wobei, Bad Trip Pillen sind gut. Es ist gut, dass wir eine in der Rotation haben. Wenn man eine Bad Trip Pille, wenn man nur ein Herz hat, dann wird die zu einer Full Health Pille. Und das ist eine starke Sache. Da habe ich nichts gegen. So, wo sind wir jetzt? Depths 1. Nicht cool. Trottel. Wollte sich mal mein Feuer einlegen. Haben wir den gesehen? Was für ein Idiot. Hm. Oh, nö, nicht du. Ausgerechnet. Ausgerechnet du. Der nutzloseste Begleiter von allen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, in irgendeiner Challenge, wo ich nicht feuern könnte. Oder wo... Oder war es irgendein Run, wo der... Ja, irgendwie war es halt so, dass meine zwei Begleiter das einzige Mal, womit ich richtig Schaden machen konnte. Und da haben auch welche geschrieben, no! Aber Abel ist der stärkste Begleiter im Spiel! Nein! Nein! Ich glaube, der Schwächste ist... Wobei, ist er der Schwächste? Ich glaube, Brother Bobby ist noch genauso schwach. Der macht genauso viel Schaden und... Den hier, den kann man eventuell noch verwenden, um Gegner, die man sonst nicht erreichen könnte, anzugreifen. Aber ich glaube, neben Brother Bobby gibt es nicht viel Schlechteres als den Kollegen. So, komm mal. Ey! Hi. Mir fällt gerade auf, ich würde, wenn ich jetzt nicht den Goathead gefunden hätte, hätten wir ein gewaltiges Problem. Ja, wobei, die Devil Deals haben uns eh nichts Brauchbares gebracht. Aber wir würden keine bekommen, weil ich permanent Schaden an roten Herzen nehme. Das ist ziemlich dumm. Naja, was soll's. War ich schon im Geheimraum? Wenn nicht, dann sollte ich das vielleicht mal machen. Hi. Stirb. So, und ich sollte hier auch mal die Augen aufmalen, weil ich eventuell irgendwo einen Tinted Rock finde. Ich habe gehört, die Tinted Rocks, die sind recht hilfreich. Ich habe auch gehört, da ist keiner. Und dann habe ich gehört, wir waren nicht im Geheimraum. Dann schauen wir doch mal eben rein. Was haben wir hier Schönes? Oh, der Greedo. Fucking Greedo! Du bist gesacrificial Daggert, Alter. Sacrificial Daggert, dankeschön. Alter. Alter, haut der Geld raus, der Greed. Was für ein Arschloch. Ja, Tinted Rocks sehe ich, eh nicht. Es ist so dunkel. Ich hasse es, wenn es dunkel ist in dem Spiel. Und euch Patscherchen hasse ich übrigens auch. Haltet euch fern von mir, fasst mich nicht an. Auch wenn das quasi so euer Ding ist, mich anzufassen. Aber lasst es bitte. Da seht ihr, der gute Abel, der hat gerade ein Feuer ausgemacht. Der ist gar nicht so nutzlos. Oh Gott, und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich hier keinen Schaden genommen habe. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen anfangen, ein bisschen aggressiver die Schädel wegzusprengen. Ja, vielleicht auch nicht das Dümmste. Na, was haben wir hier? Turfclubs, danke. Okay, ich glaube, bombenmäßig sollten wir im Laufe des Runs absolut keine Probleme mehr bekommen. Jungs! Hi. Geh weg. Och, komm schon. Richtig ekliger Raum. Vor allem, wenn man so schlau ist und einen Stachelteil zur Seite schießt, wie ich. Dann ist der... Oh, Tinted Rock, ich hab dich gesehen. Komm mal her, mach mal ein Feuer. Bum, 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 bum. Naja. Hätte man kaum besser machen können als ich. Hätte man kaum besser machen können. Ja. So, in den Stachelraum will ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht rein. Aber wir behalten ihn im Hinterkopf. Da kämen wir später nochmal zurück. So, stirb. Ihr alle sterben bitte. Du auch da drüben, du Feuer. Vor allem du. Die Feuer sind die schlimmsten. So, was haben wir hier? Das waren ein paar ziemlich sexy Items, beziehungsweise Kisten. Aber ich traue mich nicht da ranzugehen. Ich bräuchte irgendwas, was mich stärker immun oder was auch immer gegen Stacheln macht. Oh, hi, Chap Chap. Hey, Chap Chap. Du machst mein Feuer ganz nervös. Es explodiert ja wie verrückt. Was machst du mit meinem Feuer? Scheinst ein heißer Typ zu sein, Chap Chap. Stirb. Okay, wundervoll. Zwei Schlüssel. Nehme ich dankend an. Goldraum. Flylauf, oder was ist das? They grow inside. Ist es nicht Guppy für Arme? War es nicht Guppy für Arme? Oder war es Guppy für Arme, wenn ich getroffen werde? Ich hoffe, es ist nicht das Guppy für Arme, wenn ich getroffen werde. Denn Guppy für Arme, wenn ich getroffen werde, ist ziemlich unnett. Das ist genauso wie du, Gehirn. Habt ihr ihn gesehen? Was für ein Arschloch. Und wir bekommen... Yay, zwei Bomben und zwei Schlüssel. Hat sich gelohnt. Bombs are key. Ja, was auch immer. Nehme ich. Nehme ich. Ja, danke. Ah, da ist schon der Boss. Wir gehen mal eben zum Boss. Oh nö, schon wieder so ein Tanky-Arschloch. Da, frisst die Lemon Party.
Ja, Feuer und Lemon Party, mein Freund. Das ist... Oh Gott! Du hast ja deinen Müllsackfreund gerufen. Den habe ich gar nicht wahrgenommen. Und da geht er down, der Cage. Das war ziemlich erstaunlich schnell. Und Matchbook ist absolut nicht das, was ich haben wollte. Hm. Naja, gut. Was haben wir hier? Das ist absolut das, was ich haben will, Leute. Okay, ich würde sagen, da stimmt ihr mir alle zu, wenn ich sage, dafür kann man das Herz durchaus weggeben. Warum war ich nicht im Super Secret Geheimraum? Was hat mich denn da geritten? Doch wohl nicht etwa ein Pferd. Ah, ich glaube nicht. Oh. Weißes Herz. Hm, wisst ihr was? Ah. Okay, hat sich erledigt. Shit! Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt noch in den Stachelraum. Wäre ich auch gegangen, aber ich will das weiße Herz nicht verlieren. Das ist nämlich aktuell... Oh shit, ich habe mein Yamhart weggegeben. Okay, ich darf jetzt nicht mehr so viel Scheiße bauen. Wir haben keine Karte. Das hilft schon mal auf jeden Fall ungemein. Aber hey, wir können unser Buch overchargen. Das ist ziemlich cool. Also das ist... Vor allem, ich glaube, bei dem Buch ist das ein ziemlich nützlicher Effekt. Da habe ich Bock drauf. Mach ich mit. Ist eigentlich bei jedem Item ziemlich nützlich, wenn wir mal ehrlich sind. Oh Gott. Aber vor allem bei dem Buch. Weil ich meine, da ich da mehrere Aufladungen kann, die dann schön für nervige Räume aufheben. Und ja, ich habe Gabi für Arme. Möchte ich mal anmerken. So, komm. Stirb. Zwei Bomben. Dankeschön. Oh. Hi. Haben die... Hat der eine sich gerade eben selber umgebracht? Was für ein Trottel. Wundervoll. Was haben wir hier? Du bist gar nicht der Shop. Change. Ich weiß nicht, was das macht. Ich traue mich auch nichts einzusetzen. Oh, Emperor ist so stark. Mach erstmal eine Stars. Judas Shadow? Bin ich doch tatsächlich ein Fan von. Bin ich... Oh, Alter. Was ist denn das hier alles? Das ist ja... Ich habe ja richtig Glück aktuell. Das gefällt mir. Sonst noch? Rune. Daggers. Was ist das? Ach so. Gibt einen Soulheart und entfernt die Flüche. Okay. Ich vermute zumindest, dass es einen Soulheart gibt. Das würde zumindest erklären, was gerade eben passiert ist. Wüsste ich nur noch gern, was die andere Rune bringt. Vielleicht sollte ich mich da mal schlau machen. Also, die sind alle relativ neu, die Runen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich noch nicht weiß, was die bringen. Und verdammte Scheiße. Fire meint. Alter. Ah. Oh, noch Soulheart. Danke. Und jetzt werden erstmal Schädel gesprengt. Temperance. Ist, glaube ich, eine Blutspendemaschine. Ja, entschuldigt mich, ich verzieh mich mal. Oh, der Boss. Wie lieblich. Schwarzes Herz nehme ich. Was haben wir sonst noch? Fool. Uninteressant, uninteressant. Halbwegs interessant. Haben wir noch eine Temperance-Karte? Nee. Ah, mal schauen. Ah, fuck. Nein! Die Emperor-Karte will ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber um sie mitnehmen zu können, muss ich... Ja gut, hab wieder ein halbes Herz rausbekommen. Auch um sie mitnehmen zu können, muss ich da jetzt wieder zurück, Alter. Jungs, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ist ja alles gut, die Maggie ist ja schon da. Oh, chap chap. Chap 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 chap. Du sorgst wieder wie blöd für Explosionen, oder? Und? Nein, keine wilden Explosionen. Heute nicht? Kein explosiver Tag heute? Nein, gut, dann nicht. Für mich war es sehr explosiv. So, was haben wir hier oben noch Schönes? Wir haben zwei Bomben, eine Batterie und zwei Bomben. Gut. Haben wir eine brauchbare Pille? Nö. Naja, was soll's. Ich will allerdings auch ganz gerne jetzt noch den Shop finden, damit ich noch ein bisschen donaten kann. Finde ich ganz cool, weil ich jetzt gerade noch ein paar Münzen übrig habe, dass ich mal meinen Kontostand ein bisschen nach oben bringe. Ja. Oh, nehme ich. Nehme ich mit. Nehme ich mit, nehme ich mit. Yes. So viel Cash. Mm. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, jetzt in diesen Raum hier reinzugehen? Den XL-Raum. Alter, du Kackspinne. Wobei der gerade ziemlich gut aufgeräumt wird durch Firemind. Wie eigentlich alles. Ich glaube, ich mag Firemind. Scheint echt ein cooles Item zu sein, wenn man kein Vollidiot ist und die Gegner zu nah an sich rankommen lässt. Was mir natürlich auch schon passiert ist, aber... Wenn man ein bisschen dafür sorgt, dass die auf Distanz bleiben, dann kann man damit echt viel anfangen. An dich kann ich nicht rein, lege ich auch nicht viel Wert drauf, ist mir ehrlich gesagt egal. Lieber Shop, wo versteckst du dich denn?
Da drüben ist der super secret Geheimraum. Ich glaube, in den gehe ich auch noch rein, wenn ich schon mal hier bin. Mein Herr, ich habe auch noch genug Herzen und alles. Ich stehe aktuell... Wie konnte ich denn den übersehen? Ich stehe aktuell ganz gut da, deswegen nehmen wir mal alles mit, was sich gerade so bietet. Und ein, ich muss sagen, ein liebliches Speed-Up wäre wirklich sehr willkommen aktuell. The Mark wäre ziemlich cool. Bringt doch, glaube ich, ein Speed-Up und... Noch, ernsthaft. Speed-Up und Damage-Up. Und zwei Soul Hearts. Der Mark ist echt ein super Item. Ach ja. Was haben wir hier noch alles? Oh, Senior Dingle! Fucking Senior Dingle! Geh mir nicht auf den Sack und du stirb. Wundervoll. So, super Secret Geheimraum. Was hast du für mich? Oh Gott, nicht hüpfen, nicht hüpfen. Oh ja, er ist gehüpft und dann wieder auf den Boden zurückgekommen. Was für ein Trottel. Sun. Auch interessant. Ich hätte ich bei Mom einsetzen sollen. Gut, dass ich jetzt noch das Sun gefunden habe. Sonst wäre ich hier nicht nach rechts gegangen und hätte den Shop vollkommen vergessen. Dabei wollte ich dringend in den Shop rein. Denn hier finden wir Yay. Und dann donaten wir eine Runde. Oh, ein Fünfer. Danke. Hinter den Automaten, bitte. Och, ernsthaft. Was machst du? Speed up! Woo! Fühlt sich immer noch scheiß langsam an. Aber hey, wir haben große Fliegen. Und das hilft uns ganz ungemein weiter, weil die großen Fliegen, ob ihr es glaubt oder nicht, die sind nicht nur groß, sondern auch noch stärker. Ja, sind ziemlich super. Die Emperor-Karte möchte ich übrigens ganz dringend, falls ihr euch wundert. Was machst du? Change. Okay. Ach, das ist doch der D6-Effekt, oder? Ich meine, die Rune hat den D6-Effekt. Ha. Na, Emperor-Karte würde ich am liebsten für die... Ich denke, ich nehme die Kathedrale wieder zu Isaac hoch. Genau, würde ich am liebsten die Kathedrale mit rübernehmen. Da scheint mir die nämlich ziemlich sinnvoll zu sein, weil... Seien wir mal ehrlich, die Kathedrale will man nicht machen. Da gibt es nichts wirklich, was einem was bringt und man nimmt nur enorm viel Schaden. Deswegen... Ne. Hab ich keinen Bock. Mom! Friss Feuer, meint! Stampf auf das Feuer, Lady! Oh, da muss ein Feuer angehen. Bei so einem Speckstück oder so. Ja, bei dem Speckstück. Das muss brennen. Dann macht's auch Schaden. Stimmen Sie mal, lieber Zombie-Freund. Stirb. Oh, fuck. So viele Explosionen. Okay, war ein guter Kampf. Ja, und wir gehen in den Himmel. Ganz recht. Och, komm schon. Komme ich auch mal einen coolen Devil-Deal? Pandoras Box. Shit. Wisst ihr, was gerade ein Problem ist, Leute? Ich muss einfach. In Womp 1 bringt mir Pandoras Box zwei Boss-Items. Tut mir leid. Ich muss einfach, versteht ihr? Damage up. Und, Alter. Okay, ich bin eigentlich zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ich bin nämlich jetzt auch ein Stück weit schneller. Und das war schnell. So, Super Secret Geheimraum ist da unten links. Also wird da vermutlich dann auch der Boss irgendwo sein. In der Theorie. So, was haben wir hier? Super Greed! Friss dies! Alter, mache ich jetzt guten Damage inzwischen. Verdammte Scheiße, wo kam das auf einmal her? Naja, wir haben es jetzt mal für das... Warum habe ich es für das Geld aufgesprengt? Das bringt mir doch gar nichts. Was haben wir hier unten? Oh Gott. Hallo ihr Herzis. Und wir haben übrigens den Boss gefunden, möchte ich mal anmerken. Das ging verdammt schnell. Und ich bin froh, dass wir den XL-Raum skippen können. Wen haben wir denn? Loki! Der doppelte Loki! Beziehungsweise der doppelt gehälftete Loki. Das sind zwei Hälften. Ein ganzes. In dem Fall aber zwei Hälften. Definitiv zwei Hälften. So, Loki. Ups. Stirb. Stirb einfach. Danke. Jesus Juice. Damage und Range up. Sehr schön. Und hier Guppy's Tail. Das bedeutet, nehme ich auf jeden Fall mit, weil wir dadurch mehr Kisten finden. Und in der Chest wird das so nützlich sein, weil wir genug Schlüssel haben. Das bedeutet, wir gehen einfach weiter. Und hoffen, dass wir eventuell noch irgendwo das letzte Guppy-Item herbekommen. Halte ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, zwar schon für ein bisschen unwahrscheinlich, weil wir schon zu weit fortgeschritten sind, aber es könnte noch passieren. Es könnte überall drin lauern. Ups. Gut, dass ich reingegangen bin. Sonst hätte ich Schaden genommen. Genau, könnte überall passieren, dass wir es herbekommen und das wäre ziemlich super. Stirb. Denn dann sind wir Guppy.
nicht nur Guppy für Arme, sondern Guppy für Guppy. Das wäre ziemlich stark. So, ich will da runter, habe ich gehört. Oh, danke. Ich habe einen Raum geskippt, dank meinem Curse. Oh, der wird mich bestimmt noch... Oh, ich werde ihn noch verfluchen. Der wird bestimmt noch einiges ruinieren von meiner jetzt schon geplanten Route. Are you a Wallow Wizard? Nein, bin ich nicht. Hör auf, mir sowas zu unterstellen. Danke. Haben wir irgendwo einen Tinted Rock? Ne, haben wir nicht. Umso besser. Kiste, gib mir was Schönes. Bomben. Yay. Ich möchte auch mal anmerken, dass ich ein bisschen traurig darüber bin, dass sich Judas Tang jetzt nicht ausgezahlt hat, dass ich die ganze Zeit über mitgenommen habe. Ich meine, es hat uns einfach nichts gebracht. Oder hat es uns bei irgendeinem Devil Deal was gebracht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Judas Tang hat uns nichts gebracht. Du müsst hier nicht irgendwo der Boss sein, wenn hier der Super Secret Geheimraum schon ist in der Gegend. Da unten, oder? Ihr seid nicht der Boss. Ich bin euer Boss. Okay, und jetzt wieder ganz wichtig. Ganz wichtiger Part für mich. Udaro 2. Und ich habe schon. Und ich nehme aktuell zu viel Schaden. Mit zu viel Schaden meine ich überhaupt Schaden nehmen ist zu viel Schaden. Du Arschlochviech da. Ja, okay. Huh. Mann's hart. Fällt aber in. Oh, das war so dumm. Das war so dumm, das war so dumm, das war so dumm, das war so. Oh shit. Okay, jetzt schnell auf die Hälfte runter, bitte. Schnell auf die Hälfte runter. Danke, 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 danke. Was zum Teufel war das gerade eben? Hat sich ein bisschen buggy angefühlt. Oh shit, der Laser. Fuck, wir haben da oben noch ein Herz rumliegen. Ich muss es mitnehmen. Ich meine, mein Plan ist es, dass ich dann direkt zu Isaac gehe. Und wenn ich direkt zu Isaac gehen will, dann brauche ich ein paar Herzen. Steht hier. Okay, der Raum sollte eigentlich... Oh, du gibst Herz. Oh, fuck. Ach, Moment. Wenn ich sterbe, dann komme ich ja als Judas wieder. Und als Judas... habe ich mehr... Mache ich mehr Damage. Also nicht ganz so schlimm, wenn ich sterbe. Aber trotzdem... Wäre mir doch lieber, wenn ich nicht sterben würde. Wenn ich mal so ehrlich sein darf. Kann und bin. Ich will nicht sterben. Tinted Rock? Nein. Cool. Huh. Ich dachte, der Curse, der macht... Oh, ein Doppelherz. Sehr schön. Ich dachte, der Curse, der ruiniert uns jetzt was. Ich habe ich gesehen. Beim ersten Mal nicht, aber jetzt habe ich Schlüssel. Okay, was soll's. Jetzt hoffen wir mal, dass wir halbwegs ohne allzu große Umwege zum Boss rüberkommen. Und dann einfach weitergehen. Dankeschön. Ich gehe nach oben in den Himmel. Die Kathedrale. Isaac ist vermutlich nicht allzu weit weg, aber mir egal. Hi, Isaac. Fliegen! Greif doch an! Oh, fuck. Oh, danke, Sacrificial Dagger. Danke! Oh, Gott. Ich fühle mich aktuell nicht wirklich bereit für den Isaac-Kampf hier, muss ich sagen. Absolut nicht, wie man vielleicht sieht. Oh, fuck, nein! Was mache ich da? Isaac! Zweite Phase, bitte! Ganz dringend, zweite Phase. Huh. Okay. Okay. Huh. Nicht sterben, Maggie. Nicht sterben. Merkt ihr das? Oh, fuck. Es wäre auch echt hilfreich, wenn Maggie gerade ein bisschen schneller wäre. Wisst ihr das? Fuck! Ernsthaft, ich habe nur zwei schwarze Herzen. Oh Gott. Hoffentlich ist da ein blaues oder schwarzes Herz drin da unten. Komm schon. Komm schon. Ja. Danke. Tut mir leid, Leute, wir müssen jetzt ein bisschen farmen. Ist alles nicht so gelaufen wie geplant. Weil ich zu langsam bin. Ich brauche jetzt ein paar Herzen, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen farmen. Tut mir leid. Führt kein Weg dran vorbei. Sonst sterbe ich jetzt bei Isaac und darauf habe ich keine Lust, weil... Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ja, wobei, jetzt bin ich ein Stück weit schneller. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich bin nicht so schnell, wie ich es mir wünschen würde. Der Lovers. Bringt mir ja mal gar nichts. Hab kein Dark Bomb oder sowas. Was ist das? Wenn, oh, lass es Jera sein. Lass es bitte Jera sein. Wir werden es gleich sehen. Ach, komm schon. Gib doch ein... Oh, danke. Gib mehr Soul Hearts. Immer schön die Soul Hearts raushauen, lieber Automat. Boah, schaut euch mal unseren Damage an. Alter, das sind fette Tiers.
glaube, damit werden wir dem Isaac ein bisschen wehtun. Gib mir wenigstens die Kristallkugel, damit ich mir damit ein blaues Herz holen kann. Dieser Scheißautomat. Wie sehr, wie der mich gerade nervt. Oh, danke. Und der Lucky Rock ist an sich auch cool, aber ich fürchte, es ist zu spät für uns um ihn. Das heißt, zu spät. Wir hätten im Run insgesamt nicht wirklich viel mit ihm anfangen können. Ja, ist ja... Hast du auch ein cooles Trinket, Cancer? Curved Horn! Gib mir noch das Curved Horn und ein Soul Heart, bitte. Das fände ich super, lieber Automat. Und ihr seht ja mal, wie schnell man 70 Pennies verzocken kann in dem Spiel. Nicht mal eine Minute dauert das. Dann sind sie weg. Komm schon, hau noch was raus. Wir haben Jera. Okay, ich kann zwei Trinkets haben. Das ist durchaus interessant. Wir nehmen die beiden, genau. Jera Rune, okay. Ich würde sagen, wir sind bereit. So, mein guter Isaac. Fuck. Ach! Stimmt, ich habe ja Dingens. Wie heißt das doch gleich? Oh, ich hätte dafür sorgen müssen vorhin, dass ich irgendwie ein halbes Herz bekomme. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das wäre sehr hilfreich gewesen. Okay, Isaac geht down. Da ist er down. Woo! Aber ich habe viel zu wenig Herzen. Oh, Leute. Wir haben ein dezentes Problem. Nämlich zu wenig Herzen. Shit. Aber wir holen uns erstmal 8 Kisten. Damit auch 8 Items. Bombs sind cool. Schubterwurp ist dezent. Ist ja alles Bullshit hier. Was soll das denn? Bad Trip. Bringt mir gar nichts in der aktuellen Situation. Oh, Ankh. Oh mein Gott! Holy Phoebus! Mom's Eye! Und du? Was auch immer. Komm mit, Chaddy. Alter. Ich glaube, wir nehmen die Pillenbox mit. Vielleicht bekommen wir da ja was Schönes. Hi, ihr zwei. Fuck. Okay, das Gute ist, wenn ich sterbe, komme ich als Blue Baby wieder. Das ist ein bisschen glücklich gelaufen für uns. Und das hier ist noch glücklicher gelaufen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit können... Oh, shit. Oh, fuck. Geh weg, Mega Fatty. Alter, das ist solider Damage, den ich austeile. Seht ihr das, Leute? Ah, und ich bin in rote Suppe gelaufen. Ich muss halt echt aufpassen. Ich stelle mich gerade echt nicht gut an. Und? Klar, Blast Damage nehme ich immer gern mit. Oh fuck, die Gurglings, die sprinten so auf mich zu, das ist gefährlich. Das ist super, super gefährlich für mich. Moment, den, der Kollege da, der könnte uns eventuell kleiner als 3 oder Bucket of Lard geben. Wir wollen, fuck! Wollte gerade sagen, den wollen wir als letztes killen. Hat sich aber soweit erledigt. Ja, die bringen uns beide nichts. Shit. Komm, Geheimraum, sei cool zu mir. Bomben. Ja, danke. War eine super coole Aktion, wirklich. Wahnsinn. Oh, Megabomb! Mal 2! Wisst ihr, was ziemlich cool wäre, wenn ich noch ein Guppy-Item bekommen würde? Guppy sein wäre schon eine sehr coole Sache für mich. So, da drüben müsste auch der Boss jetzt irgendwo sein. Das hier ist sehr gefährlich mit den Pupis hier. Gefährlicher als sonst immer. Und sonst so hier zwei Feuer, die noch übrig geblieben sind. Die sind eh schon tot. Warum rede ich mit ihnen? Man sollte nicht mit toten Feuern reden. Sind es nicht wert. Nicht du! Du Arschloch hast meinen letzten Run versaut. Oder beendet. Nicht du, an deine schlimmere Form. Haut mal wieder eine Kiste raus, Jungs. Du schon wieder. Oh, fuck. Ratet mal, wer ein Problem hat. Ich. Okay, zwei schwarze Herzen. Ich versuch's. Blue Baby. Aha. Vom Damage-Standpunkt aus sollte es eigentlich nicht das größte Problem darstellen. Ja, genau. Genau soll ich mir das... Oh, ich hätte jetzt noch einen Sacrificial Dagger... Oh, fuck, versaut. Hab meinen Sacrificial Dagger ruiniert, Leute. Gratuliert mir dazu. Geh weg! Blue Baby, stirb! Stirb doch! Okay. Okay, wir haben das Blue Baby besiegt. In der Maggie Run. In dem ich nur einmal gestorben bin. War okay, der Run, würde ich sagen. War okay. Und deswegen würde ich auch sagen, wir sehen uns im nächsten Mal von der Binding of Isaac Rebirth wieder. Ich bin auch straight dabei, halbwegs gut im Spiel zu werden. Wünsche mir Glück, dass das wird. Bis dann. Gute Nacht.